Willkommen zu Bastel mit Nilem. Heute schon zu unserem letzten Part von drei Teilen, wo ich euch meine 12x12 Actionblöcke gezeigt habe und gezeigt habe, wie ich sie aufräume und organisiere in meinen neuen Boxen. Und jetzt kommen die letzten Blöcke, die ich habe, und die sind teilweise nicht vom Action. Also die Hälfte davon ist jetzt nicht mehr vom Action. Das sind jetzt einfach alle anderen 12x12 Blöcke, die ich besitze. Und ja, jetzt fangen wir aber erstmal an mit den Actionblöcken. So, der erste Block heißt Capture Moments. Das ist so ein Block, der hat einfach alles, was ich mag. Die Farbe rosa kombiniert mit schwarz und weiß. Ich finde das total schön. Und ja, schwarz-weiß gestreift. Ich liebe das. Ich glaube, für den Block bin ich öfters in den Action rein, weil ich den unbedingt haben wollte und den gab es dann nicht am Anfang. Dieses Karierte finde ich auch sowas von schön. Also es ist. Entspricht voll meinem Geschmack. Das wäre auch ein ganz toller Hintergrund, auf dem man eine Collage aufbauen könnte, finde ich. Und hier einfach alles, hier Kameras. Ich liebe solche Sticker auch, das finde ich so cool. Hier steht zum Beispiel drauf, Capture what it feels like. Also, dass man quasi einfängt, wie es sich angefühlt hat. Also, es ist ja manchmal echt schwer, in Fotos das einzufangen, diesen Moment, ne? Und das ist schon schön. Das ist auch sowas von cool. Die könnte man sich einzeln ausschneiden, die Streifen. Also das ist richtig toll. Ich liebe diesen Block. Hier auch ganz tolle Karten kann man draus machen. Für Journals verwenden. Das könnte auch ein Cover werden von einem Album. Traumhaft schön, wirklich. Hier heißt es einfach nur Capture what it feels like, die ganze Zeit ausgeschrieben. Das sieht auch wunderschön aus. Voll cool, oder? Könnte man quasi als Kinogutschein nehmen, das drauf tun, also das hier in einen Bilderrahmen, dann ein paar Sachen noch draufsetzen, wie die Tickets und da vielleicht noch was Schönes dazu schreiben, Popcorn, Sticker oder so, und schon hat man ein wunderschönes Geschenk. Ach, ich finde das herrlich. Also einfach nur schön. Wirklich. Wieder gestreift und dann auch noch rosa. Also, das ist so einer meiner Lieblingsblöcke, wie ihr seht. Deswegen kann ich eigentlich zu jeder Seite irgendwie was sagen. Because every picture tells a story. Weil jedes Bild eine Geschichte erzählt. Also wer mich kennt, weiß, dass ich immer Fotos mache, egal was wir machen, weil ich bin so aufgewachsen, kariert, finde ich auch mega. Und das ist einfach ich weiß nicht. Das ist so wahr. Ich mache immer viele Fotos und mache daraus dann auch Geschenke, weil ich das einfach nur schön finde, so Erinnerungen aufzuheben und einzufangen und ich mag solche Geschenke auch am liebsten. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde sowas immer am schönsten. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Seite. Richtig toll. Also ich liebe diesen Block, wie ihr seht. Diesen hier habe ich euch in meinem Haul-Video schon mal gezeigt. Deswegen werde ich den einfach ganz schnell so zeigen. Also wer sich das genauer anschauen will, bei den Blöcken, wo ich ganz schnell durchgehe, schaut es euch ruhig einfach die Haul-Videos an. Da bin ich ganz genau. Da habe ich dann ganz genau jede Seite gezeigt. Genau, das war der hier. Dann Black and White Design Pad, den haben wir uns auch in meinem Haul-Video ganz genau angeschaut. Da werde ich jetzt auch einfach nur ganz schnell durchgehen. Genauso sieht den hier, den kennt ihr auch noch von meinem Haul-Video. Ups. Dann kommen, wie gesagt, die Blöcke. Das ist quasi eine Kiste mit den ganzen Blöcken, die ich für Alben verwendet habe. Das habe ich euch ja im letzten Video gezeigt. Also so lasse ich das dann in der Kiste. Da sind dann quasi nur noch die Reste drin. Hier seht ihr einzelne Ausstanzungen, die ich für das Album gemacht habe. Die kann ich für Karten oder so verwenden. Oder wenn ich ein Geschenk verpacke. Und da sind dann halt
einfach nur noch die Reste drin, aber diesen Block und auch diesen habe ich ja schon gezeigt. Also das sind wie gesagt nur die Reste. Und das ist dann bei mir immer eine Kiste, wo dann einfach alles reinkommt. Hier ist zum Beispiel ein Block, den ich benutzt habe. Da hat mein Sohn sich selber was daraus gebastelt, weil er diese Panda-Bären so schön fand. Und ja, da kommen dann auch schon Streifen entgegen. Also ich mache auch Reste, ich habe auch eine Restebox, wo ich die Reste reinmache, aber zum Beispiel bei diesem Block ist noch so viel enthalten, dass es sich nicht lohnt, die Reste jetzt einzeln rauszunehmen. Deswegen lasse ich die jetzt hier. So kann ich dann einfach, das ist auch eine voll süße Seite, schaut mal, mit ganz süßen Panda-Bären drauf. So kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich habe ja hier noch ganz viele Papiere und wenn ich jetzt daraus noch was basteln möchte, habe ich aber auch schon alle Reste in diesem Block enthalten und deswegen finde ich, lohnt sich das dann nicht, die Reste einzeln rauszutun und in meine Restekiste zu packen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sonst mache ich das immer. Also wenn ich schon wirklich viel aufgebraucht habe und sage, es sind jetzt nur noch einzelne Seiten, die ich bestimmt nicht jetzt zusammenbasteln werde, also die ich jetzt bestimmt nicht zusammen als Album verarbeiten werde oder so, dann sage ich, okay, die einzelnen Papiere kommen hier in die Kiste und die Reste kommen dann quasi weg in meine Restebox. Ja, hier kommt der Jungle-Block, wo ich euch erzählt habe. Also das ist quasi noch übrig geblieben, als ich dieses König der Löwen-Album gebastelt habe. Also echt nicht mehr viel. Dann habe ich hier diesen Block. Damit habe ich auch ein Album mal für meine Schwester gebastelt. Und ich habe daraus ein Schild gemacht, weil ich diese Hawaii-Blumen so toll fand. Habe ich ein Schild gebastelt. Wir lieben ja die Serie Lilo und Stitch. Und mein Sohn hat meine Lilo und Stitch Party bekommen. Ich hole mal das Schild, dann zeige ich euch was. So, das ist das Schild. Also das habe ich daraus gemacht. Ich habe dann einfach ein Bild genommen. Ich glaube, das war ein Poster oder so. Und habe dann die einzelnen Blumen, die gab es hier auf diesem Designpapier, alle einzeln ausgeschnitten. Habe die dann hier so drumherum drapiert. Und einen Bilderrahmen daraus gemacht. Also das ist jetzt einfach nur ein Karton, auf den ich das draufgeklebt habe. Und dann habe ich die Holzbuchstaben vom Action genommen und habe dann nur noch Ohana ist Familie drauf gemacht. Und das habe ich dann eben aufgestellt an dem Geburtstag. Und jetzt mittlerweile steht es bei den Kindern im Zimmer. Mein Sohn mag dieses Bild sehr gerne. Und ich finde, das ist auch echt hübsch geworden. Ja, genau. Also da kann man mal sehen, was man alles draus basteln kann, wenn ich immer sage, ihr könnt die ganzen Sachen einzeln ausschneiden. Das kann richtig schön werden, finde ich. Dann habe ich hier noch diesen Block drin. Der ist auch ein bisschen älter. Und da ist eigentlich echt viel noch drauf. Mich wundert es, dass der in der Restekiste ist. Das ist ja eigentlich auch einer, der Vintage ist. Den könnte ich dann in meine Vintage-Kiste reintun. Also zumindest steht hier Soft Silver Vintage. Das ist ja auch mal eine verrückte Seite. Ich habe den jetzt schon so lange nicht mehr in der Hand gehabt, aber das Erste, was mir auffällt, ist das hier. Ich glaube, daraus kann ich eine Karte basteln. Das sieht irgendwie cool aus. Manchmal ist es ganz gut, nach einer langen Zeit die Sachen wieder in die Hand zu nehmen und dann fallen einem doch wieder Sachen ein, die man damit basteln kann, finde ich. Da ist doch der Schuh auch mega, oder? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Daraus könnte man auf jeden Fall was Cooles basteln. Eine tolle Männerkarte. Genau, das ist dann der hier. Und dann habe ich hier noch so einen ganz farbenfrohen Block. Mit dem habe ich auch ein Album gebastelt. Da seht ihr, da ist auch fast nichts mehr da, weil ich eigentlich so gut wie all diese Farben hier verwendet habe. Das wurde ein Paw Patrol Album und ich wollte es ganz bunt haben. Und alles, was noch
Also das hätte jetzt wahrscheinlich noch gepasst, aber die ganzen anderen Farben haben da nicht dazu gepasst, fand ich. Die habe ich dann weggelassen. Also da ist auch fast nichts mehr da. Dann dieses hier, was auch richtig nach Sommer schreit. Da könnte ich jetzt vielleicht noch ein paar Seiten hernehmen für mein Sommeralbum. Ist gar nicht mal so schlecht, dass ich das jetzt hier in der Hand habe. Das ist ja auch cool, gell, mit dieser Leinenstruktur. Dann auch die Karten sind mega. Und den Block habe ich schon vergessen, dass ich den habe. Da aus diesem Block habe ich alle blauen Seiten verwendet und habe daraus ein Donald Duck Album gebastelt. Weil Blau und Gelb ja so gut zu Donald Duck passt. Auch das ist ja auch eine Mega-Seite. Hier. Das ist wieder das Gleiche, was wir vorhin hatten. Da seht ihr, hier ist noch eine gelbe Seite übrig, aber ich glaube, ich habe die andere davon benutzt für mein Donald Duck Album. Das ist auch mega. Also da seht ihr, dass ich alle blauen Seiten rausgerissen habe, weil ich dachte, ich benutze sie dann für das Donald Duck Album und dann sind doch ein paar übrig geblieben. Genau, aus dem Block habe ich auch ein Album gemacht. Lang ist es her. Habe ich mal für meine Freundin gemacht. Da ist auch wirklich fast gar nichts mehr übrig. Und da ist jetzt noch eine andere Seite, die gehört hier gar nicht rein. Dann haben wir hier noch den, da habe ich mal für meine Schwägerin ein Album gebastelt. Da ist auch nicht mehr wirklich viel da. Und ich glaube, für meinen Papa habe ich dann auch noch was. Ich hatte, glaube ich, zwei Blöcke und dann habe ich die alle miteinander aufgebraucht. Habe ich auch für meinen Papa was draus gebastelt, weil das alles blau ist. Fand ich, das hat gut gepasst. Das ist auch ein Rest von diesem Block. Das gehört eigentlich alles hier mit rein. Okay, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen, sehe ich gerade. So. Und hier ist eh alles gemischt, dann tue ich das mit rein. Das ist noch ein Teddy-Block. Reste, da habe ich euch doch im letzten Haul schon Reste gezeigt von dem Teddy-Block. Das ist auch noch davon hier. Und da haben wir dann noch mal so ein. Also wie gesagt, ich habe die schon so gut wie aufgebraucht, die Blöcke. Wirklich nur noch die Reste. Wie macht ihr das eigentlich mit euren Restblöcken? Tut ihr die Restpapiere dann alle einfach als Reste in eine Box oder macht ihr das so wie ich, dass ihr die in den Blöcken lässt? Das würde mich echt mal interessieren. Aus diesem Block habe ich ein Faschingsalbum gebastelt. Ich finde, das hat so nach Fasching geschrien. Das ist das Album. Das habe ich, wie gesagt, aus diesem Block gemacht. Und dann habe ich hier so Holzbuchstaben vom Action dran gemacht. Das ist hier einer meiner geliebten Gorgeous-Stempeln. Weil ich habe ganz viele Gorgeous-Stempel, weil ich so ein kleiner Fan von Gorgeous bin. Also ich bekomme die auch immer von meiner Schwester geschenkt. Die ist immer so süß und schenkt mir dann immer einen neuen Stempel oder ein paar mehr neue Stempel, sage ich jetzt mal. Und da gibt es jetzt eben diese hier mit dem Bienenkostüm. Und ich habe. Also ich fand, die passt halt sehr gut zu Fasching. Deswegen habe ich das so gemacht. Das wäre hier jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Also da seht ihr ja, dass ich die verschiedenen Papiere benutzt habe. Da habe ich quasi nur mit dem Papier gearbeitet und gar keinen Cardstock verwendet. Und dann oben kann man die Fotos noch rausziehen. Aber ich habe da schon alles voll mit Fotos und ihr seht dann nicht viel, wenn ich die jetzt alle wieder abklebe. Deswegen zeige ich es euch jetzt nur vom Cover her. Dann gibt es einmal noch diesen Restblock. Ich glaube, den habe ich euch beim letzten Mal auch gezeigt. Das sind wie gesagt nur noch Reste, die da sind. Dann habe ich noch diesen Block. Oh, den habe ich sehr gemocht. Das ist einer meiner ersten Blöcke, die ich, also einer meiner ersten Vintage-Blöcke, die ich beim Action gekauft habe. Den habe ich mir dann auch noch ein zweites Mal gekauft. Deswegen ist hier noch so viel da. Weil eigentlich habe ich damit auch schon ganz viel gebastelt. Das sieht auch sehr schön aus. Das ist, glaube ich, schon der zweite Block, den ich davon habe. Ich finde die Seite auch so cool. Und diese hier mag ich, also mit diesen Schriftzügen. Und das ist ein anderer Block, der hier jetzt drin ist. Das ist auch von einem anderen Block. Also das sind
Hier sind anscheinend schon Sachen von einem anderen Block drin, so wie es aussieht. Hier habe ich schon mal was angefangen, eine Schachtel zu machen, dann habe ich sie doch nicht gemacht. Das ist noch von dem Block, glaube ich, oder? Oder auch wieder von einem anderen. Hier ist auch eine Schachtel. Also seid ihr auch da so, dass ihr das dann einfach irgendwo reintut und das ist auch wieder ein ganz anderer Block. Aber ich glaube, weil ich davon nur noch ein paar Seiten habe, habe ich das alles jetzt hier mit reingetan. Das kann schon sein. Daraus habe ich ein Osteralbum mal gemacht. Genau, also das sind dann hier ganz viele Reste sozusagen. Dann habe ich noch hier diesen Glamorous Roses. Also ich hoffe, ich langweile euch jetzt nicht mit meinen ganzen Restblöcken hier. Der hier heißt Blue Oase. Das ist der hier. Dann habe ich noch diesen Block, Time to Relax. Den habe ich auch schon so gut. Da habe ich auch schon ganz viele Seiten davon benutzt für ein Album. Aber das habe ich auch verschenkt. Also das habe ich gar nicht mehr hier. Das ist auch so eine schöne Seite, finde ich. Und da ist das so cool, dass das so holographisch ist. Seht ihr das? Der hier und dann habe ich hier noch diesen. Das ist auch voll cool. Ich liebe ja sowas. Kombination der Farben ist auch richtig toll, finde ich. Das ist auch eine Mega-Seite. Dann habe ich hier noch diesen Happy Styling. Da finde ich diese Seite richtig schön. Das finde ich auch richtig schön. Früher war dieses Symbol total modern. Das hat man fast überall auf Kleidung und Geldbeuteln und Taschen gesehen. Ist auch voll süß. Also ist echt gut, mal wieder die alten Blöcke in die Hand zu nehmen. Dann sieht man mal, was man alles hat. Und ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass mir jetzt schon ein paar Sachen einfallen, die ich damit machen könnte. So ging es mir aber davor nicht, als ich sie in diese Kiste gepackt habe. Und die Herzen sind ja auch voll süß. Das ist auch eine tolle Seite, finde ich. Und die auch. Dann habe ich noch diesen Block, der heißt Lovely Mystery. Und da habe ich immer diese Seiten rausgenommen, die so ein bisschen an Universum erinnern und Galaxie und habe ein Dragon Ball Album draus gemacht. Das kann ich ja jetzt dann auch gleich mal holen und euch zeigen. Genau, und das waren eigentlich noch Seiten, die nicht von diesen Paper Pads sind, aber die hier noch. Und jetzt zeige ich euch noch das Album. Das ist das Dragon Ball Album, was ich da gemacht habe. Da habe ich, glaube ich, mit zwei Blöcken gearbeitet, wobei einer davon schon aufgebraucht ist. Da habe ich dann, das ist alles von dem anderen Block. Ja, hier sieht man es ein bisschen. Das ist das Papier, was so nach Universum aussah. Ich glaube, der ganze Block war so mit Planeten und so. Und dann habe ich nur von dem Block teilweise was rausgenommen, was mir noch gefehlt hat. Ich glaube, so war das. Genau. Aber wie gesagt, wenn ich die Fotos abklebe, seht ihr immer nicht viel vom Album.
Aber ein bisschen wollte ich es euch wenigstens zeigen. Dann habe ich noch diesen Block. Da sind Reste drin, aber genauso wie der andere Block. Das habe ich euch ja im letzten Video schon gezeigt. Hier seht ihr quasi dann nur noch die Reste. Da habe ich euch ja auch schon erzählt, dass ich das schon benutzt habe. Und das war eben der Botanical Block, den ich für dieses Geburtstagsalbum benutzt habe für meinen Sohn. Das sind jetzt nur noch die Reste. Und die richtig grünen Seiten habe ich eben für das Album benutzt. Hier ist auch der DIN A4 Block, den ich für das König der Löwen Album benutzt habe. Ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt kann ich euch mal zeigen, wie der ausgesehen hat. Ich auch viele Seiten davon benutzt. Das hier zum Beispiel ist von Systrene Grene. Da habe ich aber auch nur noch die Prinzessinnen-Seiten übrig, weil ich die ganzen Dino-Seiten für den Dino-Geburtstag benutzt habe. Ich glaube, daraus habe ich Tüten gebastelt und den Block, den habe ich noch gar nicht ausgepackt anscheinend, also noch nie benutzt. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Zum Geburtstag. Der ist eigentlich auch richtig schön. Die Seiten sind sehr dünn, aber mit dem sollte ich auch mal was basteln. Ist echt hübsch. Genau, das ist der hier. Jetzt kommen eher so Cardstock Basic Blöcke. Also der hier ist, glaube ich, aber vom Teddy, oder? Ja, der ist vom Teddy, der ist gar nicht vom Action. Das sind so quasi die Blöcke, die ich damals als Cardstock verwendet habe. Dann noch diesen Cardstock. Das habe ich damals mal bei Amazon bestellt, glaube ich. Nee, Quatsch. Das war bei so einer Bastelseite, die hieß, glaube ich, Scrobby. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen Cardstock übrig, aber nicht mehr viel. Und ihr kennt doch diese Scrapbooks vom Action. Die habe ich auch schon ganz oft benutzt, aber ich reiße mir da immer ein paar Seiten raus, damit ich die da mit Fotos und Stickern bekleben kann, weil wenn man die komplett lassen würde, dann würden die ja richtig aufgehen, also dann könnte man die gar nicht benutzen und das sind so diese Reste. Die habe ich jetzt auch hier einfach reingetan, weil das ja auch wie Cardstock ist. Nur ein bisschen dünner. Hier habe ich nochmal so einen Basic-Block, auch vom Teddy. Da ist immer cool, dass die so zwei verschiedene Farben haben, vorne und hinten. Da sind noch so ein paar Reste drin. Genau, das ist das. Dann habe ich hier einmal so einen Aquarellblock. Den wollte ich auch mal benutzen als Cardstock-Alternative. Habe ich aber ehrlich gesagt nie gemacht. Müsste ich mal ausprobieren, ob das was für mich ist. Das ist so ein Cardstock, das bestelle ich mir immer auf Amazon. Genauso wie diesen hier. Und diesen hier. Finde ich ganz gut zum Basteln. Dann habe ich hier mal so ein 12x12 Paper Pack bestellt mit verschiedenen Farben, aber der ist viel zu dünn gewesen, deswegen kam der dann nicht so oft zum Einsatz, wie ich eigentlich wollte. Also hier könnt ihr mal die Farben sehen. Also ihr seht schon, das sind ganz dünne Seiten. Das waren alles so Bestellungen, die ich gemacht habe, bevor wir eine Action hatten in unserer Nähe. Dann habe ich hier auch was von Faltkarten und Cardstock. Und auch das ist von
ist auch so ein Fotokarton, den ich mal gekauft habe. Mit dem Block habe ich auch mal ein ganz schönes Album gebastelt. Das habe ich kombiniert mit einem orientalischen Block, meinem absoluten Lieblingsblock, mit diesem hier, weil das halt nach Sari-Stoffen aussieht. Aber das zeige ich euch dann gleich im Anschluss. Und daraus habe ich mir dann auch ein richtig schönes Album gebastelt. Dann kommen hier so DIN A4 Blöcke. Das sind alles so Journaling-Blöcke vom Action. Kennt ihr bestimmt auch. Hier mit so schönen Karten. Mag ich auch sehr gerne. Also da kann man ja alles dann hier so rausstanzen. Ist richtig cool. Und dann sind da noch so einzelne Seiten. Da gab es diese Variante. Die habe ich mir zweimal geholt. Die fand ich nämlich so schön. Schaut's mal. Also das ist so cool. Das hat mir echt gut gefallen und auch die Rückseite sieht halt toll aus. Hier ist alles einzeln zum Ausschneiden und auf der Rückseite ist es in der Farbe. Das Papier finde ich mega, genauso wie dieses hier. Da finde ich beide Seiten auch richtig cool. Und das ist dann wieder einmal festeres Cardstock und ganz dünnes Papier. Und so sehen dann die Teile zum Ausstanzen aus. Auch richtig cool. Das Lineal sieht doch mega aus, oder? Voll hübsch, also ich mag das. Dann hier eins mit Tieren. Auch richtig hübsch. Rückseite ist auch echt toll. Voll schön. Genau, dann gab es noch diesen Block, den fand ich auch richtig toll. So schöne Sprüche. Wow. Ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich das haben wollte. Weil das auch so vintage ist. Oh, das ist auch herrlich. Da ist die Rückseite dann weiß. Hier ist weiß mit grau. Und das sieht auch wirklich sehr schön aus. Und die Rückseite ist dann so Herzen. Also richtig cool für Journals, finde ich. Ja, das war dann der Block. Und dann kommen noch viele so DIN A4 Blöcke, die ich vom Action oder anderen Läden habe. Ich glaube, das ist nicht Action. Das ist vielleicht Woolworth oder Kick. Ich bin mir da nicht sicher. Also da kaufe ich nicht so oft ein, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Aber ich meine, das ist nicht Action. Also da habe ich auch schon einiges davon genommen, also da ist fast gar nichts mehr da. Dann habe ich hier so einen holographischen.
Genau, dann noch diesen hier und den habe ich euch in meinem letzten Haul-Video auch gezeigt, genauso wie diesen hier. Deswegen nur im Schnelldurchlauf. Und dann habe ich mal beim Primark das hier entdeckt. Das ist ein Winnie-Pooh-Scrapbook. Und es war reduziert von 4,50 € auf 2 €. Das fand ich so cool. Und zwar halt perfekt für mein Winnie-Pooh-Journal, was ich dann gebastelt habe. Und da sind eigentlich immer nur zwei Varianten an Papieren drauf. Also einmal hier der Winnie-Pooh und hier der Honigtopf. Aber man hat richtig viel davon, also perfekt für Journals. Und es sind schöne dünne Seiten, also das passt auch sehr gut zu Journals, finde ich. Und ich habe euch doch erzählt, ich habe doch so einen Bilderrahmen mal gekauft, wo ich dann die Winnie-Pooh-Figuren eben reinkleben wollte für meinen Sohn. Und das hole ich jetzt schnell, dann zeige ich euch mal, wie das geworden ist. Da habe ich dann auch eine Seite davon benutzt. Genau, da habe ich eben dann die Seite hier reingeklebt und habe dann die Figuren hier reingeklebt. Das hängt jetzt bei uns im Kinderzimmer an der Wand und ja. Mein Sohn ist ganz stolz drauf, dass er jetzt seine Figuren hier dran hat. Ist auf jeden Fall echt süß geworden. Dann habe ich noch dieses Papier. Das habe ich mal bei Tchibo gekauft. Das mag ich auch sehr gern, weil das eine Struktur hat. Also es ist wie embossed sozusagen. Oder hier auch mit Metallic-Effekt. Und es fühlt sich an wie Stoff. Also es ist nicht ganz wie Stoff. Also es ist irgendwie ein besonderes Papier, sage ich jetzt mal. Und das sind halt verschiedene Varianten dabei. Aus dem, das habe ich jetzt nicht mehr da. Also aus dem habe ich Dinosaurier-Einladungskarten dann gebastelt. Da gab es zwei verschiedene. Einmal das hier und ein etwas helleres Blau. Das sieht man hier. Und daraus habe ich dann Dinosaurier gebastelt. Und das waren dann die Einladungskarten für einen Dinosaurier-Geburtstag. Das finde ich auch voll schön. Ja, dann nehme ich mir immer mal wieder was raus, wenn ich was Besonderes basteln will. Und finde ich auch ein echt cooles Set. Ist aber auch schon echt lang her, wo die das hatten. Jetzt kommt mein absoluter Lieblingsblock. Den habe ich auch schon dreimal gekauft, weil ich daraus schon Alben gebastelt habe. Und ich glaube, auf dem ist ungefähr das meiste noch drauf. Deswegen zeige ich euch jetzt diesen hier. Ich finde den traumhaft schön. Es erinnert voll an unsere Kleidung, also an Saris. Und ja, den musste ich unbedingt haben. Ich habe daraus auch schon zwei Alben gebastelt und auch schon eine Explosionsbox. Es gibt auch solche Seiten oder so. Also das ist ein traumhaft schöner Block. Also hier habe ich dann so Resttüten von Halloween-Papier zum Beispiel. Das ist jetzt auch eine Resttüte von diesen. Also so mache ich das immer, dass ich mir das dann hier so reinmache. Das war auch ein ganz tolles Papier. Da habe ich ein Meerjungfrauenalbum draus gebastelt. Aber wie gesagt, ich habe schon alles benutzt. Das ist auch ein ganz tolles Papier. Das habe ich von meiner Schwester geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ah, da ist noch was von dem Halloween-Papier. Und ja, habe eigentlich so gut wie alles benutzt. Es sind wirklich nur noch ein paar Reste, die da übrig sind. Woraus ich aber definitiv noch was basteln werde. Deswegen habe ich die jetzt hier mit reingemacht. Und das war auch ein ganz tolles Paperpad. Das hat mir auch meine Schwester zum Geburtstag geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr die Marke davon, leider. Was war denn das für eine Marke? Auf jeden Fall ist das hier so. Habe ich denn gar nichts mehr von dem Paperpad, wo das drauf stand? Oh, das tut mir jetzt leid, da weiß ich leider nicht einmal mehr die Marke. Ja, ich habe da nämlich auch das Deckblatt davon benutzt und habe dann daraus ein Cover gemacht. Schaut's, und deswegen sieht man das jetzt leider nicht mehr, was das für ein Paperpad war, aber. Ich fand das traumhaft schön und ja, das ist auch ein Mega-Album dann geworden. Wenn ich es herausfinde, dann schreibe ich das jetzt noch rein, wie dieses Paperpad hieß. Dann habe ich hier eins von Craftsmart. Da habe ich schon ein Osteralbum draus gebastelt und ich habe immer noch ganz viele Seiten. Also da hat man immer ganz viel von so einem Block, finde ich. Und es ist halt auch echt schön. Konfetti-Papier fand ich auch echt toll.
Da fand ich auch diese Karten so schön. Schaut's mal. Ein Megapapier, wie ich finde. Ich mag das sehr gern. Also es wird ein langes Video, das sage ich euch gleich. Ich merke schon, dass ich schon wieder ein viel zu langes Video jetzt habe. Ich hoffe, ihr schaut euch das dann trotzdem an. Oder soll ich das jetzt auch noch beenden und euch dann erstmal fragen, ob ihr die restlichen Blöcke überhaupt sehen wollt? Dann habe ich mal bei TK Maxx so ein Papierset gekauft und hier sind auch teilweise Blätter drin, die ich mir einzeln mal bestellt habe. Also einmal sowas. Und so Vellumpapier. Was ich hoffentlich auch jetzt irgendwann mal verwenden werde. Aber das sind so Sachen, die ich dann so sehr liebe, dass ich sie einfach nicht benutze. Das war bei diesem TK Maxx Paperpad dabei. Da habe ich jetzt aber auch schon ein paar Seiten benutzt. Das habe ich zum Beispiel auch extra bestellt. Das sind so diese einzelnen Seiten, die ich extra bestellt habe. Weil ich sie einfach nur schön fand. Schaut euch allein, die Kombination ist schon richtig cool. Das ist auch mit foliert. Also damals war es immer ganz schwer, goldfolierte Papiere zu bekommen. Deswegen habe ich die mir einzeln bestellt. Das weiß ich noch. Das ist auch so ein traumhaft schönes Papier. Das habe ich auch einzeln bestellt. Das war damals alles bei diesem Scrobby. Tags sind auch richtig cool. Aber das hier finde ich auch einfach nur cool. So schön. Und hier ist noch so Chipboard, was ich mir mal bestellt hatte, was ich aber nicht als richtiges Chipboard empfinde, wenn ich das jetzt so anschaue. Deswegen habe ich das dann doch nie für Cover benutzt, weil es mir einfach zu dünn war irgendwie. So, das sind die einzelnen Seiten. So Seiten, die ich geschenkt bekommen habe von einer Freundin. Auch von einem Bastelgeschäft hat sie mir die gekauft. Total schön. Dann habe ich hier einmal dieses Magical Birthday Paper Pad. Daraus habe ich auch ein Album gebastelt. Hier sind noch die Reste. Ja, ist nicht mehr viel da. Es wurde ein Minnie-Maus-Album. Da habe ich eigentlich fast alles benutzt. Auch schon genug. Das ist auch so ein ganz tolles Papier. Und zwar von Stamperia. Daraus habe ich ein Valentinstag-Album gemacht. Da habe ich aber zwei Paperpads bestellt. Ich kann es euch jetzt mal hier zeigen, weil ich habe ja eh schon fast alles aufgebraucht. Und habe dann eben die Größe 12x12 und die Größe 8x8 bestellt. Also das ist hier das kleinere Paperpad davon. Und da habe ich mir dann auch extra die Stanzteile dazu bestellt. Das Album ist auch richtig schön geworden. Genau, das ist das Album, was ich daraus gemacht habe. Und das Papier ist echt so schön. Und da seht ihr, wie schön dieses Papier ist. Also das ist wirklich.
Wirklich sehr schönes Papier, finde ich. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, damit dieses Album zu basteln. Genau, das war dann dieses Album. Dann habe ich mal dieses Paperpad gekauft. Das ist auch richtig toll. Und da habe ich auch, wie ihr seht, eigentlich fast alles aufgebraucht, weil ich das hier gemacht habe daraus. Also so ein Halloween-Album, wo mehrere Alben drin sind. Also von den verschiedensten Jahren. Das ist ein richtig tolles Papier, wie ich finde. Und ich liebe diese Kürbisse. Ich finde das total schön. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass der Action jetzt solche Sticker hat mit solchen schönen Kürbissen. Das ist richtig modern. Ja, das ist auch richtig cool geworden, dieses Album. So, und die restlichen Papiere, die zeige ich euch jetzt echt in einem separaten Video, weil das passt jetzt alles nicht mehr in dieses Video rein. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, was für Blöcke das sind, damit ihr wisst, was ich da habe. Und dann mache ich einfach noch ein Video draus. Das nenne ich dann aber das nenne ich dann einfach 12x12 besondere Papiere oder besondere Paperpads, dass ihr dann Bescheid wisst, was das ist. Und da zeige ich, es sind ja auch meine besonderen Paperpads. Also das sind die, ja, es wird jetzt immer höher und immer weniger, was ihr seht dann. Aber ich möchte euch nur kurz zeigen, was für Blöcke euch dann erwarten. Dann wisst ihr, was ich im nächsten Video zeige. Und das hier, das sind dann die Blöcke. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich kann das auch gern weiterhin so machen, dass ich euch immer so ein paar Beispiele zeige, was ich daraus gebastelt habe, wenn ich was daraus gebastelt habe. Und ja, wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nicht weitere Videos verpasst. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.